Zugriff. Die Bundespolizei ergreift einen Taschendieb am Hamburger Hauptbahnhof. Jetzt hat er gerade einer Älteren hinterher geguckt. Und er kommt raus. Er rennt. Im Gewühl der Reisenden haben Diebe leichtes Spiel. Er ist am Rucksack dran. Ich war mit dem Koffer beschäftigt auf der Rolltreppe. Und dann haben wir festgestellt, Rucksack offen, Handy weg. Zwei Tage lang begleiten wir Zivilbeamte bei der Jagd auf Taschendiebe. Die suchen die beiden, die wollen was machen. Du hast versucht zu klauen. Haben wir alles gesehen. Ja, haben wir auf Kamera, wie du den Rucksack aufmachst. Der Hamburger Hauptbahnhof. Mit mehr als einer 500.000 Reisenden pro Tag der meistfrequentierte Fernbahnhof in Deutschland. Und der gefährlichste. Viele Reisende mit Gepäck und dichtes Gedränge. Ideale Voraussetzungen für Trick- und Taschendiebe. Mein Name ist Robert Hemp. Ich bin Leiter der Einsatzeinheit Einzeldienst. Wir kümmern uns unter anderem im Rahmen der Zivilfahndung um die Aufklärung von Taschendiebstählen. Sein Arbeitsplatz? Der Videoüberwachungsraum der Bundespolizei. Hier hat er alles im Blick. Über 400 Kameras überwachen den Bereich rund um den Hamburger Hauptbahnhof. Das Vorgehen der Taschendiebe trickreich und dreist. Ein Täter nähert sich der Geschädigten und stellt sich nah an die Tasche. Der zweite verhindert, dass man einen Blick auf das Opfer hat. Hier geht der Arm in die Handtasche und das Smartphone ist schon rausgezogen. 13 Uhr, Lagebesprechung der Einsatzeinheit Einzeldienst. Eine Spezialeinheit der Bundespolizei. Ihr Ziel? Die Kriminalitätsbekämpfung an Deutschlands gefährlichstem Bahnhof. 6 Beamte in Zivil sind heute im Einsatz. 2 davon dürfen wir mit der Kamera begleiten. Wir haben hier nochmal 3 rumänische Damen, die arbeitsteilig vorgehen. Da die Beamten verdeckt operieren, müssen sie unerkannt bleiben. Um sich einen ersten Überblick zu verschaffen, observieren sie die Gegend rund um den Hauptbahnhof. Wir haben lokale Täter, wir haben reisende Täter und wir haben halt auch Täter, die kennen wir sehr gut. Die laufen uns jeden Tag über den Weg und man kann schon sehr gut einschätzen, ja, passiert da gleich was. Einsatzleiter Robert Hemp ist im Videoüberwachungsraum im ständigen Austausch mit den Zivilbeamten im Bahnhof. Kannst auch gut haben, dass er guckt, wer hinter ihm geht. Jetzt hat er gerade einer Älteren hinterher geguckt und jetzt geht er ihr hinterher. Habt ihr ihn drauf? Guckt auf den Rucksack. Plötzlich entdecken die Beamten einen alten Bekannten. Oh, und er ist schön drauf. Ja, also er läuft ab Richtung Südsteg. 13, 14 Rolltreppe Nordsteg geht's jetzt hoch. So, ist jetzt oben angekommen, Nordsteg. Eventuell hat er sogar ein Opfer. Ja, er ist definitiv aber auf der Suche. Der Mann bewegt sich ziellos durch den Bahnhof, hält immer wieder Ausschau nach Gepäckstücken und potenziellen Opfern. Wir haben jetzt die Situation, das ist ein uns bekannter Taschendieb, der schon mehrfach auf dem Bahnsteig Taschendiebstähle begangen hat. Und den haben wir jetzt in der Observation und haben ihn auf der Kamera aufgeschaltet, um zu gucken, wo geht er als nächstes hin, um das an die Einsatzkräfte dann weiter zu steuern. Und auch unseren Reporter hat der Taschendieb im Visier. Guckt da auf seine rechte Gürteltasche. Ja, die wollte er haben. Oh, er geht an die nächste Person, Rucksack. Dann verschwindet der Mann plötzlich in einem Bekleidungsgeschäft. Ahnt allerdings nicht, dass er gleich von mehreren Zivilbeamten beobachtet wird. So, er hat ein T-Shirt in der Hand. Ja, und er steckt es ein. In die Hose rein. Könnt ihr ihn, wenn er rauskommt, gleich wegnehmen dann. Er kommt raus. Er rennt. Da der Bahnhof um diese Zeit noch recht leer ist, war ihm Taschendiebstahl offensichtlich zu riskant. Dumm nur, in der Gegend, in die er flüchtet, warten gleich mehrere Beamte in Uniform und Zivil. So, du bist erstmal vorläufig festgenommen, ne? Verstanden? Soweit? Alles gut. Okay, wir stehen jetzt auf. Okay? Jetzt läuft dieser. Auf meine. Alles gut, Bauer. Okay, er hat's. Steh gut dabei. Ja. Der 32-Jährige ist drogenabhängig und brauchte wohl schnell Geld für den nächsten Kick. Ich hab
zurück auf der Straße. Bei ihrer Observation erkennen die Beamten erneut einen bekannten Täter wieder. Wir haben hier noch gute 30 Sekunden. Ich stelle mich hier schön auf den Platz hin und ihr kommt von allen Seiten und dann geht er erstmal auf den Boden. Mehrere Zivilbeamte sind bereits auf Position, warten auf die passende Gelegenheit, nähern sich vorsichtig dem Mann und seinem Begleiter. Dann schlagen sie zu. So, Hansi, wenn du meinst, dann geh ran. Der Mann ist sichtlich überrascht. Offenbar hat er nicht bemerkt, dass er bereits seit mehr als einer halben Stunde observiert wird. Ich habe gar nichts gemacht. Das liegt schon ein bisschen länger zurück. Ne? GfKV, Hammerbrook oder Harburg auf dem Bahnsteig. Gibt es 1.100 Menschen wie ich, wie mein Gesicht. Und nee, mit deinem Gesicht gibt es nur einen Menschen. Das ist ja das Faszinierende. So ein Gesicht kann man nicht kopieren. Wie sich herausstellt, haben die Beamten den richtigen geschnappt. Gegen den 29-Jährigen liegen gleich mehrere Anzeigen wegen Diebstahls und schwerer Körperverletzung vor. 17 Uhr. Auf der Wache der Bundespolizei sind mittlerweile mehrere Opfer von Taschendiebstählen eingetroffen. Das Ehepaar aus Sachsen ist mit dem Zug von München nach Hamburg gereist. Ich war mit dem Koffer beschäftigt auf der Rolltreppe. Und die Frau, die hat den Rucksack hinten drauf, Handy drin. Und dann haben wir festgestellt, Rucksack offen, Handy weg. Ich war sehr schockiert. Also ich war fix und alle, es sind ja viele Daten drauf. Und ich habe es dann auch an meiner Uhr gemerkt, dass ich keinen Empfang mehr habe, weil die ja mit dem Handy gekoppelt ist. Alleine im letzten Jahr gab es am Hamburger Hauptbahnhof fast 1.100 registrierte Fälle von Taschendiebstahl. Gibt's noch Tipps? Könnt ihr online gehen? Neben der Jagd auf die Diebe setzt die Polizei deshalb auch verstärkt auf Prävention. Polizeimeisterin Doreen Tufour spricht gezielt Passanten an und informiert. Und zwar geht es darum, dass Ihre Tasche offen ist. Ach so. Genau. Was haben Sie denn alles so da drin? Handy, Portemonnaie, alles. Alles möglich? Ja, es liegt dann meistens ganz unten, im ganzen Kram liegt da oben drauf. Man denkt, man ist so geschützt, aber... Genau, deswegen ist auch ein Reißverschluss sehr empfehlenswert. Ja. Da hat man natürlich noch mal die Möglichkeit, dem Ganzen vorzubeugen. Tatsächlich ist es so, man denkt da gar nicht dran. Man denkt, ach komm, passiert schon jetzt nichts. Das ist halt meistens so. Ja. Ein Trugschluss. Zurück zu den zivilen Beamten der Bundespolizei. In unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs fallen ihnen erneut zwei Verdächtige auf. Die suchen die beiden, die wollen was machen. Das Ziel der Täter? Reisende im dichten Gedränge vom Hauptbahnhof. Er ist am Rucksack dran. Ja, dann lass sie rausholen. Die Beamten haben genug gesehen, entscheiden sich für den Zugriff. Du hast versucht zu klauen. Zap, zarab, auf der Rolltreppe hoch. Haben wir alles gesehen. Ja, haben wir auf Kamera, wie du den Rucksack aufmachst. Ein Zivilbeamter zeigt uns noch mal die entscheidende Szene. Die beiden Tatverdächtigen sind jetzt hier und halten quasi jetzt gerade Ausschau nach potenziellen Opfern. Und was wir gleich sehen werden, ist, der Geschädigte hier wird gleich auf die Rolltreppe gehen. Wie man sieht, ist der Rucksack fast komplett geschlossen. Hier ist eine ganz kleine, minimale Öffnung. Der mit dem weißen Cap ist der Rucksacköffner. Jetzt sieht man, wie er noch hier reinschaut in den bereits geöffneten Rucksack. Und hier kann man ja jetzt den Rucksack des Geschädigten sehen. Vorher war er nur ganz leicht geöffnet, jetzt ist er einmal hier komplett geöffnet. In diesem Fall bleibt es bei einem Diebstahlversuch. Ein weiteres Mal haben die Beamten der Bundespolizei das Schlimmste verhindert.